bei Ihnen, Ryder? Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Atmen Sie einfach tief durch. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Aber jetzt gehört er Ihnen. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja, und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind die ganzen Leute? Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Avina, eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid. Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen. Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Was können Sie mir über die Andromeda-Galaxie sagen? Andromeda liegt mehr als 2 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Keine Lebensform aus unserem Heimatsystem ist je so weit gereist, was sie zu einem wahren Pionier macht. Die Nexus selbst befindet sich in einer Region, die als Helios Cluster bekannt ist. Hier werden sie gemeinsam mit tausenden anderen Kolonisten ihre Träume von einer neuen Heimat wahrmachen. Ihr Schicksal erwartet sie. Was ist die Nexus? Die Nexus dient als zentrale Koordinationsstelle für die Kolonisierungsbestrebungen der Andromeda-Initiative. Sie ist der erste Anlaufpunkt für alle Kolonisten, die diese neue Galaxie erreichen. Bitte genießen Sie die zahlreichen Möglichkeiten auf der Nexus. Die Station wird weiter wachsen und den Kolonisten eines Tages als Regierungssitz dienen. Unser Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Danach sieht es aber nicht aus. Das wäre alles. Es war mir ein Vergnügen. Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Die aktuelle Wartezeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt... unbekannter Fehler. Okay, das war echt hilfreich. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles ist wie ausgestorben. Ja, wenn das hier eine Überraschungsparty ist, haben Sie sich echt Mühe gegeben. Hallo. Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er Sie gehört? Sagen Sie von einer Arche? Ja, wir sind gerade angekommen. Und nebenbei, Ihre VI könnte ein Update vertragen. Aber wir dachten, Sie wären alle tot. Was? Oder gefangen.
oder im Orkusnebel verschollen oder... Aber sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tyrion Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Ich bin Sarah Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa. Sie sind Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Ich habe ein Schiff voller Menschen, das belegt, dass wir tatsächlich hier sind. Natürlich, es ist nur... Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hin. Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist es wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Wir wissen, was passiert ist und sind bereit zu helfen. Wir können jegliche Vorräte brauchen. Essen, Wasser, uns mangelt es an allem. Das ist Foster Edison, sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Steht vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin seine Nachfolgerin. Alec ist tot? Sie müssen verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind Sie es, Ryder. Sind Sie dem gewachsen? Sonst hätte mich mein Vater nicht ausgewählt. Er wusste, was es heißt, ein Pathfinder zu sein. Er wird nur leider nicht eingreifen können, falls Sie versagen. So behandelt man doch keinen Gast. Ich bin Nagmorkesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns guttun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Willkommen auf der Nexus. Danke, dass Sie für mich eingetreten sind. Hoffnung ist hier selten. Wir sollten sie deshalb nicht gleich im Keim ersticken. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an.
Meine Stimme haben sie. Und wenn die Energie verbraucht ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Der Ladungsvorgang für die Imperion wurde unterbrochen. Die Imperion schickt uns gerade das beste Ladungsvorgang.